Einen wundervollen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe kommen wir wieder mal zu einer richtig schönen Kleinbildkamera. Ihr habt es unten zwar eh schon gesehen gehabt, aber wenn es euch nach wie vor interessiert, ihr wisst es ja wie immer, bleibt einfach dran. Also dann, bis gleich. Heute habe ich dabei aus den frühen 70ern die Certo KN35. Wie gesagt, ihr habt es ja schon gesehen gehabt. Eine nette Kleinbildkamera. Was gibt es denn zu der Kamera großartig was zu sagen? Eigentlich nicht viel. Hier unten wird es aufgemacht. So, schöne Andruckplatte. Eine DDR-Kamera, wie man so schön sagt. Steht übrigens auch hier unten drauf. Certo DDR. Ich weiß, viele denken sich, DDR, das sagt man heutzutage nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Er steht drauf, also darf ich das auch sagen. Gut, was gibt es zu der Kamera zum sagen? Hier vorne wird Entfernung eingestellt. Die Kamera hat eine blöde Fliegen. Maximale Offenblende 2,8 über 4, 5, 6, 8, 11, 16 und 22. Und von den Zeiten her Bulbfunktion natürlich, 30. 60. und auch 125. Gut. So viel zu sehen, hier vorne noch ein Counter. Interessant bei dem Counter, der tut rückwärts zählen. Also von 36 runter auf 0. Das ist auch was Interessantes. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zum sagen. Hier Rückspulkurbel, die bei mir allerdings hier leicht defekt ist leider. Und hier wird dann reingedrückt. Ich habe am Anfang ganz ehrlich gesagt auch überlegen müssen, wie funktioniert die, wo sind denn da die, normal kenne ich es, dass man unten drückt, aber das hat den Drücker an der Seite zum Entriegeln der Kurbel oder der Spannkurbel, wie auch immer man das nennt. Dann würde ich sagen, hauen wir da einen Film rein und sehen wir uns dann nachher wieder. Jo, dann wollen wir doch mal schauen, wie sich die Certo CN schlägt. Ich bin ja schon mal sehr gespannt. Ich finde sie einfach irgendwie interessant. Und ja, wir fahren jetzt heute nach Steibis auf dem Kindergeburtstag. Steffis Nichte hat heute Geburtstag. Die wird 7 oder 8. Ich glaube 7 wird sie. Und ja gut, da mache ich jetzt keine großartigen Filmaufnahmen, weil sie eher privat ist. Vielleicht das ein oder andere Bild tue ich rein. Und jetzt mache ich einfach mal ein paar Aufnahmen. Und dann sehen wir ja schon. Gut, dann würde ich sagen, melde ich mich später einfach mal wieder. Das Wetter wird jetzt einigermaßen besser, ihr seht es ja, und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen hinlegen. Wir kriegen nachher noch Besuch und da gehen wir noch zum Schäffler noch was trinken. Und da werde ich einfach mal die Certo mitnehmen und schauen, was wir da für schöne Fotos machen. Ich bin ja schon mal ganz gespannt drauf und ja, dann melde ich mich doch einfach dann später wieder. Bis dann dann. Jawohl, ja, die Feierlichkeiten gestern, das Zusammenhoffen, das war ganz nett. Ja, ein paar Bilder habe ich ja gemacht gehabt. Und jetzt würde ich jetzt noch nach Gießen fahren. Wir haben da noch ein paar Filme. Da nehme ich aber keine GoPro mit, weil ich bin in letzter Zeit irgendwie videofreudig. Vielleicht mal filmen. Um die 10 Bilder kann ich noch machen damit. Und ich würde dann im Endeffekt, kann man sagen, nach der Bilderpräsentation direkt zum Fazit springen. Und dann schauen wir doch einfach mal an, was rauskommt. Ja, das sehen wir ja dann, gell? Also dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall später. Bis dann.
ja, pfiffige Zuschauer haben schon mitgekriegt. Einleitung und Ausleitung mache ich gerade hintereinander. Sie ist eine gute Kamera. Sie tut's. Sie wurde 10 Jahre lang gebaut, wenn ich mir recht entsinne, von 74 bis 84. Und ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich vergesse ja immer irgendwie was am Anfang. Hier kann man noch einen Drahtauslöser anbringen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ansonsten, die Bilder sind ganz in Ordnung. Die Handhabung ist relativ simpel. Und ja, sie macht brauchbare Bilder. Das ist doch die Hauptsache. Der Preis liegt so, ich glaube, die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft für 5 € oder 10 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, 5 € habe ich bezahlt für die. Und das reicht auch. Im Internet wird die so mit 20, 25 Euro gehandhabt. Ist auch in Ordnung, wenn man ein schönes Modell erwischt hat. Für mich ist es eine schöne Ergänzung für die Sammlung, wie immer. Und jo. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar. Und ich wünsche euch gut Licht, wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Fall, ciao, ciao.